Die ersten Ideen zu so einem Konzept sind im Jahr 2003 entstanden. Da war noch viel Möglichkeiten, was das werden kann. Erst über die Jahre ist das entstanden, dass es ein echter BMW wird mit dieser überraschenden Funktionalität. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie leben Menschen in der modernen, stilvoll orientierten, lifestyle-orientierten Welt. Aus den ersten Ideen entstehen Skizzen. Aus den Skizzen entstehen sogenannte Package-Pläne, wo also jedes Bauteil mal an Position gebracht wird. Parallel dazu startet dann schon ein Designprozess, wo auch verschiedene Designs im Wettbewerb stehen. Man führt es dann wieder zusammen, hat natürlich jede Menge Überschneidungen und Konflikte. Und da beginnt dann die Ingenieursarbeit wirklich im Detail. Und meine Rolle in dem Prozess als Projektleiter ist, da die Fäden in der Hand zu behalten, die Übersicht zu behalten. Sage ich mal, ein bisschen Bühnendirigent im Orchester, dafür zu sorgen, dass am Ende die Orchesterleistung stimmt, das heißt, dass ein stimmiges Fahrzeug entsteht, wie wir es uns eigentlich immer gewünscht haben. Das Besondere ist an dem Greenhouse, wie wir sagen, also die Seitenansicht, dass es eine wunderbare, langgestreckte Form ist, die dem Auto Länge gibt und auch Dynamik und von außen nicht erwarten lässt, welcher Innenraum sich plötzlich innen auftut. Das Auto ist natürlich sehr attraktiv, was das Äußerliche angeht, aber wir haben den wirklich von inside out entwickelt. Das heißt also, seine wahre Stärke ist der Innenraum. Das Auto lebt von innen nach außen. Das Besondere an dem Fahrzeug ist die erhöhte Sitzposition für alle Passagiere. Das ist ein unheimlich schöner Raumeindruck. Es ist je nach Bedürfnis eine Komfortlimousine mit Beinfreiheit wie ein Siemer, Kopffreiheit wie ein X5 und Belademöglichkeiten wie ein Touring. Diese Work-Life-Balance, dass einer das Fahrzeug beruflich nutzen kann, dass er es privat nutzen kann mit der Familie. Er hat tagsüber ein Geschäftsessen, kann abends mit dem Fahrzeug wunderbar ins Theater fahren und am Wochenende in Toskana. Und dann kann er sogar noch Wein mitnehmen, weil er jede Menge Belademöglichkeiten hat. Und das ist was Neuartiges. So ein Konzept gibt es derzeit noch nicht.